Ja, dann lasst uns mal direkt einsteigen in dieses Video hier. Es geht um General Veers und wie ihr sehen könnt, habe ich hier mal alle Figuren aufgestellt, die es bisher vom General Veers gab. Das sind nicht so viele und dementsprechend ist es umso schöner, dass wir hier in der 2020-Version wieder mal einen dabei haben im AT-AT. Ja, von links nach rechts ist das Ganze erschienen hier in vier verschiedenen AT-ATs. Es gab bisher auch nur vier verschiedene AT-ATs tatsächlich. Und die sind dementsprechend selten, teilweise zumindest. Man muss das ganz klar unterscheiden. Denn ja, dieser hier ist zum Beispiel von 2007 und war nur in einem einzigen Set erhältlich. Alle nur in einem einzigen Set erhältlich, nämlich im motorisierten AT-AT 10178. Könnt ihr jetzt auch mal kurz hier im Bild sehen. Besteht allerdings nur aus Standardteilen. Also es gab keine exklusiven Beine, keine exklusiven Torso-Print. Das hier war ein AT-ST-Kopf und dann den AT-ST-Helm sozusagen auch. Trotzdem ist die Figur um die 8, 9, 10 Euro wert. Wir gehen gleich im Detail auch nochmal kurz auf die Figuren und die Unterschiede ein. Dann haben wir den nächsten General Veers, der von 2010 ist. Kommt aus dem Set, muss ich mal kurz nachdenken, 8129, genau. Das war so eine Limited Edition AT-AT-Geschichte, so 780 Teile, 800 Teile knapp. So eine Sparversion quasi vom AT-AT. Der ist gar nichts wert. Der besteht tatsächlich aus Teilen, die es ganz, ganz oft gab. Also hatte nichts Exklusives an sich. Und dann haben wir 2014 den ersten, der auch richtig was wert ist, nämlich weit über 20 Euro. Und der kam im 75054 vor. Ich würde sagen neu um die 25 Euro. Und dann haben wir eben jetzt aus der 2020er Version vom AT-AT diesen General Veers. Im allerersten AT-AT, dem 4483, fehlt leider dieser General Veers. Damals gab es noch nicht so den Fokus auf Charaktere, sondern es wurden die Hauptcharaktere abgefrühstückt und dann eben sowas hier, so ein AT-AT-Trooper und so, die waren dabei, oder Pilot vielmehr. Aber echte Charaktere gab es damals noch nicht so viele. Dementsprechend hat sich das im Laufe der Jahre erst so entwickelt. Zurück zum ersten General Veers, den es überhaupt gab, den hat man damals zusammengestückelt aus einem normalen dunkelgrauen Bein mit schwarzen Hips und dem imperialen Torso, der ziemlich oft verwendet wurde, genau. Keine rückwärtige Bedruckung und hatte ich gerade schon gesagt, das ist ein AT-ST-Kopf, Driver-Kopf vielmehr und auch der entsprechende Helm. Das war die Figur von 2007. War zumindest mal ein Anfang. Und dann gehen wir auch direkt weiter und gucken uns den General Veers von 2010 an, aus der Sparversion, nenne ich sie jetzt einfach weiterhin mal, dem 8129. Hier sieht man auch hier, da sind dunkelgraue Beine verwendet worden. Dann haben wir den damals immer noch üblichen Helm, der bis heute auch so teilweise Verwendung findet. Es gab einen Kopf mit dabei, der so aber auch in noch fünf anderen oder in vier anderen Minifiguren verwendet wurde, dementsprechend nichts Besonderes. Und der Torso wurde auch noch in zwei anderen Minifiguren mit verwendet. Und zwar noch in einem Imperial Officer und in noch einem Imperial Officer, also zwei Imperial Officer. Dementsprechend ist das Ganze oder ist diese Figur auch nicht exklusiv und auch nichts Besonderes in dem Sinne. Hatte aber zumindest schon mal ein Backprint, was die Figur eigentlich, finde ich, zumindest schon mal aufwertet. Der hellgraue Helm passt nicht so gut, finde ich, einfach so zum Gefüge wie der dunkelgraue Helm. Aber wenn man sich die Entwicklung ansieht, war der wahrscheinlich schon näher dran am tatsächlichen Filmvorbild. Denn 2014
75054, geiles Set, tolles AT-AT, bis 2020 eigentlich das perfekte AT-AT bis dato, kam dieser General, wie es hier auf dem Markt, sandblauer Helm, schöne Farbe, war damals vielleicht etwas strange und überraschend, und die Figur ist jetzt auch mittlerweile richtig was wert, 25 Euro hatte ich gerade schon gesagt, ein schöner detaillierter Torso-Print, den es so auch nur bei der Figur hier gibt. Der Kopf ist exklusiv bedruckt und hat leider aber keinen alternativen Kopf. Und der Helm, wenn mich nicht alles täuscht, ist auch exklusiv in dieser Figur. Dementsprechend, das Set ist extrem beliebt gewesen. Dementsprechend ist natürlich auch diese Figur hier sehr, sehr beliebt. Und ja, war bis vor kurzem eben einer der wenigen oder eine der wenigen Figuren, die es von General, wie es einfach hier auch so in dem Detailreichtum gab. Genau. Ja, das soll soweit hier zum General Maximilian heißt er, glaube ich, oder wie heißt er? General Maximilian, wie es heißt er, richtig, gewesen sein. Und die tollste Version, die beste Version, sage ich einfach mal vorweg, ist natürlich die neueste Version. Leider kommt die immer noch ohne Legprints aus, aber man sieht, ja, es ist der neue Helm verwendet worden, der ja erst seit den letzten Jahren überhaupt verfügbar ist. Wesentlich mehr detailliert als der alte im Vergleich. Gucken wir mal. Natürlich fällt einem sofort auf. Liegt auch daran, dass natürlich hier die angedeutete Brille obendrauf sitzt. Das ist auch ein weiterer großer Unterschied, nämlich der Helm ist bedruckt gegenüber der Variante, die hier noch unbedruckt ist. Gibt einen schönen, detaillierten Torso-Print und ganz toll, finde ich zumindest, ist auch, dass wir einen alternativen Headprint haben. Neu und exklusiv, also alles bis auf die Beine und sein Fernglas hier ist an dieser Figur neu. Und dementsprechend kann man hier, ist ja nicht bei jeder Minifigur oder bei jedem Charakter so, aber kann man hier, finde ich, ganz gut erkennen, wie sich Figuren eigentlich im Laufe der Zeit bei Lego weiterentwickeln. Es gibt noch ein paar Jahre Star Wars hoffentlich obendrauf. Und ich wünsche mir bei dieser Figur, bei der nächsten Variante, einfach mal auch Armprint und Legprint, damit wir mal so eine richtig fantastische, detaillierte Figur bekommen, wie wir das ja in anderen Serien, Ninjago, Harry Potter und Co. auch schon oft hinbekommen oder Lego hinbekommt. Für uns Star Wars-Sammler ist das im Moment eher noch selten der Fall, aber da will ich die Hoffnung nicht aufgeben und lege mich einfach mal fest, beste Figur, zweitbeste Figur und die beiden hier sind beide ähnlich gut, sagen wir mal. Drittbeste Figur, viertbeste Figur heißt tatsächlich, Lego hat sich jedes Mal, hier kann man eigentlich sagen, die sind beide gleich, hat sich immer mal wieder nochmal selbst übertroffen, fehlt also ein fünfter Charakter definitiv, um diese Figur hier perfekt zu machen. Ja, das soll soweit zum General Vias gewesen sein. Wir haben auch das AT-AT für euch bereits gebaut. Schaut rein in den Review und es gibt auch ein tolles Vergleichsvideo zu anderen AT-ATs, die es ja schon von Lego gab. Kann ich euch sehr ans Herz legen bei uns. Ansonsten freuen wir uns über Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt uns auch in die Kommentare, wie ihr die Figuren findet, wie ihr die Sets findet, ob ihr auch eine Vias-Figur in eurer Sammlung habt. Schaut bei uns vorbei, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.